So, hallo, wir machen weiter. Bei Jump Half oder Jump 1/2. Das letzte Mal, ja, haben wir die ersten Level gespielt und jetzt spielen wir die nächsten Level. Und es wird sehr viel mit diesem Gimmick gearbeitet, mit diesem, dass Sprites nicht dadurch durchfallen können. Das kommt immer wieder vor. Hui. Okay. Das habe ich mir schon gedacht, aber da komme ich noch an. Außer ich bin dumm. So, Nummer 1. Ah! Verstanden. Okay. Alles klar. Das war klug. Ja, es wird, wie gesagt, sehr viel mit diesem Gimmick gearbeitet. Das sieht man überhaupt jetzt recht häufig in solchen Hacks. Aber es ist ja auch ein lustiges Gimmick. So. Okay. Okay, da kommt man easy ran. Ich hab nur ein bisschen Angst. Gib mir den Pilz, dankeschön. Gib mir den Pilz auch wirklich. Ah ja, verstanden. Ah, theoretisch hätte es gereicht, die Stacheln einfach nur anzutriggern. Dann wäre ich da mit dem Spinjump drüber gekommen. Allerdings nicht, weil dann der Koopa nachher, den ich über direkt mitnehmen muss, den hätte ich nicht mehr... Ah, verstehe. Das wird doch wieder verhindert. Okay. Okay, ich brauche eine Shell. Oder auch nicht. Ich brauche keine Shell. Ich habe gelogen. Plöpp. So, jetzt frisst er das, jetzt kann ich hier runter. Und kann mir das da holen. Kann ich in die Röhre? Nein, die ist Deko. Juhu! Oh, ich wollte jetzt mich einfach auf den Midway Point stürzen. Was natürlich geht, aber... wäre vielleicht nicht so klug gewesen. Stirb. Okay. Zweiter Pilz. Ah, oh, nicht springen. Einfach laufen wäre möglich gewesen. Einfach laufen wäre schlauer gewesen. Aber hey. Hops, hops, hops. Okay. Schon verstanden. Da ist meine nächste Yoshi-Coin. So muss ich das machen. Sonst komme ich da nicht mehr ran. Na, sonst ist die eingesperrt und dicht und vorbei. Man könnte wahrscheinlich... Lass mich das mal kurz testen. Nee, die bleiben. Okay. Aua. Passt aber. Haben wir überlebt. Okay, wir bauen hier Jump nach. Und kommen. Ach so. Ach so. Ach so, verstanden. Easy. Gut. Auch easy. Sehr schön. Next. Ah, ich habe gar nicht geguckt, von wem die Level hier waren, ne? Das hier war von... Doch, habe ich geguckt. Versus Skelly. Und das hier ist von Lazy. Und das hier ist von Snor und Pyro. Helium Caverns.
bisher kein Monster. Da oben kann man rein. Aber so nicht. Mit einer Feder. Aber bisher hatten wir keine. Oh, verstanden. Oh. Ein Mond. Allerdings habe ich jetzt das Problem. Huch, gerade so. Aber gerade so. Ist die... Nee, ist egal. Ich frage mich gerade, ob es einen Unterschied macht, ob man die Dinger so spawnt oder ob man die aus den Blöcken rausholen lässt. Ach so, dann, ja, dann gehen die los und so sind die still an einer Stelle. Was natürlich besser ist. Ja, ergibt Sinn. Zoom. Vielleicht sind das jetzt ja auch Ballons, die nicht sofort, also wo man nicht sofort runterfällt, wenn man einmal getroffen. Nein! Komme ich da noch ran? Yes. Weiß halt nicht, ne, wenn ich da jetzt getroffen hätte, ob ich dann direkt sterbe oder ob ich einfach nur kleiner werde und den Ballon behalte. Das wäre cool. Aber man weiß es nicht so genau. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Hey! Okay, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Alles gut. Sehr schön. 2 Yoshi-Coins gespeichert. Passt. Aha. Die sind fest. Oh. Flop. Flop, flop. Hätte man es gewusst, hätte man erst die Yoshi-Coin geholt und dann den Victory Point ausgelöst. Aber gut. So muss man es jetzt halt immer wiederholen. Ist ja auch nicht so schlimm. War jetzt ja keine... Okay, jetzt wissen wir, was passiert. Wir sterben. Ich darf es halt nur nicht vergessen. Das wäre blöd. Wow! Nein! Jetzt kommt direkt was. Eigentlich brauche ich die Blume dann ja gar nicht, weil... Naja, wobei, man weiß es nicht. Nein, warum? Es hat gerade aber besser funktioniert. Habe ich Respekt, jetzt wo ich weiß, dass ich direkt sterbe, wenn ich getroffen werde. Jetzt habe ich etwas mehr Respekt vor dem ganzen Abschnitt hier. Oh Junge. Oh no. Leave me alone. Oh Gott. Ja, ich wusste nicht, wo ich hin kann. Aber da kann ich offensichtlich hin. Uff. Puh. Okay. Okay. Einmal ganz schnell durch. Und letzte Yoshi-Coin. Dann bin ich zufrieden. Nice. So, jetzt kann man meinetwegen kurz mal sterben. Was ich nicht will, aber... Oh Gott. Oh nee, also direkt vom Ziel wäre ich auch nicht so gern gestorben. Das wäre nicht so cool gewesen. Sehr schön. Huh. Bastion 2 Blue. Bastion 2? Hatten wir schon Bastion 1? Nee, ne? Okay. Ich war gerade irritiert. Ist von Loyoshi. Ach! Gute Erinnerung an Speichern. So. Okay.
Was sind das für Blöcke? Ganz normale? Oder Steinblöcke? Ah, okay, die gehen auf jeden Fall kaputt. Toll. Cool. Juhu! Das, was zu erwarten war, kommt dann doch noch. Ah, ja, okay. Krieg hier eh einen neuen. Und da krieg ich wieder einen neuen. Und da krieg ich wieder. Oh! Flop. Huch. So. Nee, da kann man nicht drüber. Alles andere wäre auch... Oh boy. Komisch gewesen. Kann ich den killen? Nein, natürlich nicht. Ah, ich wollte ihn nicht kaputt machen, aber ich krieg noch einen neuen. Sollte ich ihn brauchen. Ah, nee, ich kann da ja stehen. Nein? Ah, verstanden. Mist. Mist. Okay, krieg ich den Sprung hin? Ne, krieg ich nicht hin. Okay, verstanden. Jetzt kriege ich aber hier einen Pilz raus und da drüben kriege ich jetzt wieder immer noch ein Leben raus. Oh, nice. So, den Pilz sollten wir nicht so schnell ver... Mist. Verlieren. Ach, hier gab es einen neuen, ne? Ja. Gut. Auch den sollten wir nicht so schnell verlieren. Nein. Uah. Ich hatte Bedenken. Ich habe immer noch Bedenken. So. Komm schon. Mach ich das nur am blödsten? Ach, komm schon. Na super. Wo landet der jetzt? Oh, Gott sei Dank. So. Jetzt mit Waypoint wäre ganz cool. Oh, schaffe ich das mit einem Schlag? Den ersten kann ich so wegnehmen. Den zweiten auch. Okay, und dann... Und dann die zwei noch. Oh, yes. Sehr schön. Gibt nichts Schöneres als gespeicherte Yoshi-Coins. Da kommt jetzt eine... Okay, ich wollte gerade sagen, wenn da jetzt eine Blume rauskommt, wäre es doof. Aber das war zum Glück nicht der Fall. Alles klar. Nein! Oh, ich hätte ein Leben haben können. Oder was auch immer da rauskommt. Mist. Ich will nur kurz wissen, ich werde es nicht nehmen. Ich will nur kurz wissen, was rausgekommen wäre. Ich werde es nicht nehmen. Ich will es nur kurz wissen. Ja. Wäre ein Leben gewesen. Okay. Davon kann ich immer unendlich jetzt nehmen, ne? Genau. Ich glaube, das soll nur erklären, was diese Dinger machen.
Was soll ich mit der Mütze? Aha! Erwischt. Zweimal sogar. Das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt, das bedeutet, ich krieg die Yoshi-Coin da drüben nicht, ne? Wer denn da drüben ist eine Yoshi-Coin? Nee, ach so, ah, ich muss das machen. Okay. Wäre jetzt gemein gewesen, wenn man den einen mitnehmen müsste, aber wäre auch möglich gewesen. Oh, was? Bin ich so langsam? Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders. Da ist mein Yoshi-Coin. Ach. Egal, ich will erstmal die Yoshi-Coin. So. Jetzt ist alles okay. Kommt ein Bosskampf oder muss ich einfach nur... Also ich sag mal, ein Bosskampf wäre jetzt zeitlich... Oh boy! Bisschen ungünstig. Oh Mist. Das wird ein bisschen knapp. Deswegen springe ich auch einfach direkt in die Starre rein. Na gut. War ich jetzt so lang? Ach, das ist cool. Ach, das ist wieder das Schöne bei Jump, ne? So diese inneren Midway Points, die es noch gibt. Aber ich glaube, die Zeit hätte halt eh nicht gereicht, weil man muss ja warten, bis er wieder sich beruhigt. Und ich glaube, 37 Mario Sekunden... Nee, das dauert länger als 37 Mario Sekunden. Ja. Sind 40 gewesen. Gut. In a strange bout of déjà vu, Big Boo of Castle One has been exorcised. He should have known that throw blocks don't make good castle defense. Mario must now traverse the plateau. Na dann, auf zum Plateau. Aua. Ah, aber ich habe immer noch keine Feder und nichts, womit ich irgendwelche Sachen machen könnte. Where No Man Lands. Von Xfix. Oder Xfix. Okay. Oh! Da ist... Ach was. Jetzt habe ich das Problem natürlich, dass ich jetzt keine Feder mehr kriege. Doch, kriege ich. Solange ich immer runterstürze, kriege ich meine Feder wieder. Aber das reicht nicht, ne? Doch, es reicht. Hui! Easy. Oh, ich dachte, ich kann fliegen. Hahaha. War ja nur ein Schuss. Bin ja nur rausgeschossen worden. Nein! Jetzt kriege ich wirklich keine Feder mehr. Aber ist okay, spielen wir erstmal das Level. Hier komme ich jedenfalls jederzeit an die Feder ran. Sehr schön. To jump higher on green springboards, don't press left or right. Ja, ich weiß, wie die Dinger funktionieren. Warum auch immer ich jetzt unbedingt die rote Münze wollte. Ich weiß es nicht. Das war so ein, hey, ich bin hier, hol mich. Aber eigentlich hätte ich sie gar nicht gebraucht. Verfolgen wir sie lieber. Oh, guck mal, sie kommt einfach von selbst zu mir. Nein! Ah, verdammt. So, vielleicht behalten wir diesmal auch einfach alles. Na, guck mal, wie sie einfach von selbst kommt. Ich hätte sie niemals holen müssen. Oh Mist!
Da wäre bestimmt jetzt wieder eine Feder drin gewesen, wenn ich den Pilz noch gehabt hätte. Das hat mich irritiert. So ein kleines bisschen. Uff. Okay, wir landen erstmal hier. Oh boy. Oh boy. Warum? Warum lande ich nicht einfach mal zwischendurch? Oh, Ziel. Sehr schön. So, und jetzt. Danke, lieber X-Fix, für das erste Level mit Feder. Jetzt tun wir Dinge. So, das erste, wo ich was erkunden musste, war hier. Ach, das sind hier oben schon Wolken. Guck mal, die haben wir auch nie gefunden. Logischerweise. Die hatten wir. Und dann sind jetzt hier Wolken gekommen. Über den Midway Point. Genau, die da. Aber das sind einfach nur Münzen. Und dann sind hier nochmal Wolken gekommen. Dann sind es wahrscheinlich auch einfach nur... Ach, Mist. Toll. Toll! Aber gut, dann gehe ich jetzt davon aus, dass das auch einfach nur Münzen sind. Und dann nichts von Bedeutung dahinter steckt. Gehen wir mal davon aus. Okay. So, da komme ich nicht hoch, weil ich da eh keine Feder mitnehmen kann. Da war auch nichts, was man noch versteckt hatte. Was war denn Offline-Fencing? Ach ja, da war auch nichts mit einer Feder. Da war auch nichts mit einer Feder. Dann passt ja schon. Können wir schon weitermachen. This What God Feel Like. Von LOL Yoshi und Jibui Sunset. Okay. Also eine Collaboration. If you bounce high on these notebooks, you will be launched to heaven. Bowser. Ach so! Und das darf ich nicht. Ah ja, ich darf also nicht den Sprungknopf zu festdrücken auf den Dingern. Auch hier nicht? Doch hier schon. Ah, also grundsätzlich darf ich das schon, nur nicht... Nur nicht so. Verstanden. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das Gimmick auswirken wird. Gut, hier kann nichts passieren. Da kann auch nichts passieren. Du bist gemein. Böse Röhre. Aus. Pfui. Ach so. War jetzt eigentlich riskant zu gucken, ob ich da oben so sterben würde, ne? Ah, ich habe nur eine Chance. Erwischt. Ja, ich hätte theoretisch eine zweite Chance gehabt, wenn ich da den Koopa so sehe. Da wäre mir eine Idee gekommen. Midway Point, yes. Huch! Ich dachte, jetzt kommt ein Gegner und ich werde getroffen, aber es war ein Pilz. Aber ich hätte nicht ausweichen können, wenn es ein Gegner gewesen wäre. Okay. Das möchte ich haben. Na dann halt nicht. Nein, nicht doof! Ich doof. Das war ein bisschen riskant, aber egal. Das ist cool, das macht Spaß. Das ist ein interessantes Feature. Flop. So, diesmal machen wir keinen Quatsch. Die sind alle nur so, okay.
Ja, dann ist ja egal. Kann mir jemand erklären, warum ich da hoch wollen würde? Was hat mir das jetzt gebracht? Ich konnte nicht... Ach, damit ich... Ja klar, weil ich nicht von den Dingern spin jumpen kann. Außer mit einem Glitch. Also nicht mit einem Glitch, aber... Von so einem Ding zu spin jumpen ist sehr unwahrscheinlich. Da muss man einen genauen Frame erwischen. Und ich weiß nicht, ob das auf den kleinen hier funktioniert. Also auf den speziellen hier funktionieren würde. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde es da nicht funktionieren. Insofern ergibt das natürlich Sinn, dass das nicht... Mist. Dass das nicht geht. Wie lange nehmen wir eigentlich schon wieder auf? 26. Wow. Dann denke ich, nach dem Level machen wir noch eins und dann sollte es... Ich verliere gerade sämtliche Leben. Nach dem Level machen wir noch eins und dann sollte es, denke ich, auch reichen. Für jenen Part. Bisher kommen wir, habe ich den Eindruck, ganz gut voran, ne? Scheiße. Plump, plump, plups. So, stirb. Danke. Vielleicht machen wir jetzt auch keinen Quatsch mehr. So, hier kriege ich eh mein Leben. Easy. Nein! Nicht hoch genug. Das war... So, gib mir das. Ja, jetzt ist natürlich klar, der Gedanke. Ich bin halt auch doof. Ach, komm. Sonst komme ich hier nicht mit einem Spin-Jump runter. Ja, easy. Schönes Level. Wenn man sich nicht blöd anstellt, ist es ein schönes Level. Riverside Camping Site. Von Lazy. Keine Fehler. Also ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich nicht mein Level. Sondern mehr so ein Zwischending. Okay. Okay, aber eine Tür ist da. Pick a side, press the switch and win prizes if you guess correctly. Also das ist dann reiner Zufall, oder wie? Ach so, und jetzt kann ich sagen, ich möchte mehr oder ich zocke noch. Ah, ich verstehe. Weil es ist, glaube ich, wirklich Zufall, in welche Richtung der Schlüssel gedrückt wird, ne? Das ist lustig. Ah, okay, bisher haben wir allerdings eine Quote von 3:0 auf die linke Seite. Wetten, wetten, wetten. Ja, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich ein Halb. Kann mir das jemand bestätigen von den SMW-Leuten? Deswegen heißt der Hack auch ein Halb, nein. Aber bisher wird es sich bestätigen. Also jetzt haben wir 3:2. Das Gesetz der großen Zahlen funktioniert aktuell. Yes! So, hier werde ich jetzt mal safe staten, weil ich einfach wissen will, wie weit das hier geht. Aber interessanterweise, ist es vorher klar, wohin der fährt, oder ist es in dem Moment, wo ich den drücke? Ah, guck mal, das ist nämlich interessant. Das ist wirklich...
Ja. Ja. Das. Ja gut, es kann ja durch den Raum auch nicht klar festgelegt sein. Es ist einfach Zufall. Boah. Das ist schon sick. Wir spielen es dann einmal richtig. Ich will es jetzt nur einmal mit Safe Sets, wie gesagt, testen. Will nur gucken, was das Maximum ist. Wahrscheinlich lauter Monde da unten. Es geht immer noch weiter. Die obere Reihe könnte auch noch gefüllt werden mit Monden. Nice. Bisher hätte ich sogar richtig geraten. Okay, und jetzt kommt ein Raum voller Monde, oder was? What? Oh! Ah! Man generiert sich dann damit. Ja, es ist praktisch wie ein Raum voller Monde. Okay, zurück, 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 zurück. Das habe ich alles nicht freigeschaltet. Das habe ich alles nicht verdient. Wir spielen es einmal richtig. Aber das ist cool. Das ist cool. Okay. Das heißt, ich werde natürlich jetzt immer wieder zocken. Okay. Ah, jetzt war er so oft da drüben. Jetzt. Ah, okay. Das war's. Aber schön, schöne Idee. Sehr schöne Idee. Gefällt mir. Gefällt mir. Destiny of Questland haben wir jetzt. Oder Divine Land. Und ich habe gesagt, ein Level spielen wir noch. Machen wir mal Destiny of Questland. Halt, von wem ist das? Yoshi 9428. No, 9. 9429. Das Schicksal von Grasland. Nein. Egal. Ich bin vor allem sehr gespannt, in welche Richtung sich die Schwierigkeitskurve entwickeln wird. Bisher ist es ja noch alles spielbar. Bisher habe ich aber auch noch nicht Morsel gelesen. Gott, der arme Morsel. War das überhaupt Jump mit Morsel? Das war schon Jump mit Morsel. Ja, was soll es sonst gewesen sein? SMB Central war es nicht. Verstanden. Gecheckt. So. Ah. Natürlich. Das sind auch wieder die falschen 50%. Aber ist okay. Nein. Mach du gleich mal deinen Quatsch. Oh boy. Mach dich weg. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass ich die Kamera jetzt in die Richtung habe. Dann sehe ich nämlich schon, was Sache ist.
Warum das Level jetzt heißt, wie es heißt, weiß ich noch nicht. Oh boy, was? Ach, ich dachte schon. Oh. Ah. Oh. Okay. Das war gerade eine ganz gute Taktik eigentlich. Nein, jetzt hätte ich bestimmt eine Blume bekommen oder sowas. Mist. Die wäre halt gut gewesen. Wobei eigentlich auch nicht, weil dann schieße ich die noch nachher ab und brauche die. Das wäre vielleicht doch nicht so gut. Was war das denn für ein mickriger Sprung? Was war das denn für ein Quatsch? Verstanden. Ich habe verstanden, ich muss Geduld sein. Ich muss Geduld sein, ja. Sei die Geduld. Nein. Ich muss das mittiger. Ich muss das mittiger angehen. Nein! Gib mir die Shell. Gib mir die Shell. Oh. Yes. Jetzt hätte es noch aus dem Screen raus gemusst, damit es nicht zählt oder sowas. Das hätte es jetzt gebraucht. So. Okay, zweiter Pilz. Wahrscheinlich, damit man sie es mit der Blume nicht verhauen kann. Zum Glück denken die Leute ja hier mit. Bei diesem Hack. Oh boy! Nein! Dumm! Dumm! Okay, gehen wir gleich hier durch. Mein Gott, so, hier gibt es wieder eine Yoshi-Coin. Nehme ich an. SJ. What? Was ist das für ein Symbol? Kein XY oder was? Hä? Hä? Oh no! Verstanden. Okay, das ging besser, als ich dachte. Oh! Das war voll gemein. Das war voll die Falle. Und wir sind im Ziel. Puh! Okay. Und das führt jetzt darunter. Okay, das Level klingt interessant. Das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Danke fürs Zuschauen und tschüss.